dass wir für diesen Zweiten Weltkrieg durch den Nationalsozialismus die besondere Verantwortung haben. Das wissen wir ja. Und umso mehr müssen wir vorsichtig, behutsam überlegen, was wird da diskutiert und warum wird diese Nachkriegsordnung so in Frage gestellt. Das beginnt bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten, der sagt, der Multilateralismus ist nicht die Antwort auf die Probleme, der letztlich davon ausgeht, dass es nur Situationen gibt, in denen einer gewinnen kann, der anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt.